Willkommen zurück zu Resident Evil 64, aka Resident Evil 2 auf dem N64. Ja, Leute, wir machen gute Fortschritte bei der Erkundung des Reviers. Ein Großteil ist schon abgedeckt. Beim letzten Mal haben wir einen brennenden Helikopter gelöscht. Und sind dadurch an den Diamantschlüssel gekommen, mit dem wir nun viele neue Räume aufsuchen können. Ja, na dann, worauf warten wir noch? Ja, ihr wartet drauf, dass ich endlich mal meinen Allerwertesten da runterschwinge, hä? Ja, ja, immerhin bin immer noch ich der, wo hier spielt. Und zack. Gut. Ja, im Wesentlichen haben wir hier unten schon gut gesäubert. Also gut gesäubert, was ist das bitte für ein Deutsch hier? Ich meine, wir haben gut aufgeräumt. Die Zombies in diesem kleinen schönen Büro dürften down sein. Bis auf... Na, geh durch. Ja, bis auf den einen Kollegen hier hinten. Aber er schläft gerade zu friedlich. Ah, ich muss ihn wecken. Ich habe noch überlegt, soll ich lieber andersrum gehen? Nee, nee. Nicht nötig. Gut, und damit... Willkommen in der Zombie-Apokalypse. Oh Gott, hier ist ein richtiger Großaufmarsch. Und hierfür hätte ich gerne meine Shotgun mit. Aber echt. Oh, ich könnte hier dreifach und... Oh, doppelt und dreifach Kills rausschlagen, das glaubt ihr nicht. Aber so bin ich gezwungen, hier meine ganze schöne Pistolenmuni zu verballern. Weg mit dir, weg mit dir. Mit dir auch. Ja, das ist einer der wenigen Stellen, wo das Spiel mal... richtig auftritt mit seinen Zombie-Massen. So, tot? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt. Der da lebt noch. Haha. You lose. War nichts mit Todstellen hier, hä? Huh. Das hat schön Munition gefressen. Wobei, das wäre eine Chance gewesen, das Ding hier mal auf Automatik zu stellen. Ja, egal. Da, da, da. Ja. Telefone funktionieren nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da noch mal noch was liegt irgendwie, aber... Nö, ist nichts versteckt. Ach ja, immer hier dieses Trennen von A und B-Szenario. Gut. Ah, sieht aus, als wäre hier ein Büro. Nein, Leon, sag bloß. Munition! Gleich mal nachladen. Und lass mich raten. Nicht mehr hier gehen die Automaten. Wieder keine Soda für Leon. Der Ärmste hier. 28. September. Night Shift. George Scott. Aha. Das schwarze Brett, hä? Ach ja, das sind wieder solche Sachen, wo ich mir... die Kamera aus Resident Evil 4 wünsche,
Ich würde jetzt zu gern lesen, was hier auf diesen ganzen Tafeln steht. Das würde mich echt interessieren. Ganz ehrlich, könnte man in dem Spiel so mit Schulterkamera durchlaufen? Ich glaube, ich würde bei jedem Fitzelchen stehen bleiben. Ich würde die Steckbriefe lesen. Ich würde hier, oh, alles mir genau angucken. Ah, das ist ein Traum von mir und ich glaube auch von anderen Fans, mal das RPD in, ja, zeitgemäßer Optik und vielleicht auch, ja, in neuer Perspektive mal zu erleben. Klar, es gibt da noch, wow, es gibt noch, Darkseid Chronicles für Wii. Gehst du weg hier? Du lebst noch. Gott. Ja, aber ich sagen wollte, es gibt zwar noch Darkseid Chronicles, aber das ist ein Rail-Shooter, da kann man sich auch nicht sonderlich gut alles anschauen. Da ja das Gameplay automatisch immer weiterführt. Gut, Zombie, wo bist du? Das ist wieder so eine miese Stelle. Ich riskiere es, ich presche einfach mal vor. Ach, da drüben. Hi. Oh, ihr seid sogar zu zweit. Oh ja. Automatik hat ihre Power. Ah, okay, mit Antippen des Schussknopfes kann man auch Einzelschuss machen. Das, ja, wusste ich nicht mehr. Dann kann ich ja das doch erstmal so lassen. Gut, was haben wir hier alles? Diamantenschlüssel verwendet. Hooray. Was sagt das Inventar? Das ist ziemlich frei. Entschuldigung, musste kurz husten und habe mich da mal gemutet. Gut, ein Kabel oder Kordel. Ah ja, ich habe schon eine Idee, wo man das benutzen kann. Und hier ist ein rotes Kraut. Das hätte ich natürlich auch gerne. Ach, das sind diese, wie heißt's, diese Spionspiegel, die nur von einer Seite durchsichtig sind, hä? Dann sind wir hier wohl im Verhörzimmer. Na, ob uns von da drüben einer beobachtet? Ja, natürlich, es musste ja sein. Und tschüss. Ich wusste, dass er kommt, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Gut, aber jetzt, wo der Gute hier rüber gejumpt ist, ja, gehen wir hier jetzt rein. Jetzt natürlich die Frage, ist hier noch einer oder? Natürlich ist hier noch einer. Da, da, da. Will ich mit dir fighten? Will ich mit dir? Nein, ich will nicht mit dir fighten. Jetzt mit dieser Verfassung nicht. Ja, ich sehe mich lieber erstmal weiter um. Da lag noch ein rotes Kraut, aber ich will erstmal den Raum hier abhaken. Ja, Leon, der Kunstkritiker, hat nichts zu dem Bild zu sagen. Schön. Oh. Ah, ein Klapp. Wie heißt es? Oh, ich komme gerade nicht auf den deutschen Begriff. Gut, dann ist ja doch nur noch der Raum übrig. Soll ich es riskieren? Ich riskier's. Pistole gegen Licker. One on one. Stirb. Nicht du, Leon. ja.
Oh, das ist der Sound vom Licker. Gut, Leute, wir sehen uns gleich da wieder. Gut, Leute, ich stehe den Zombie-Horden wieder gegenüber. Werde aber jetzt trotzdem erst noch bei der Pistole bleiben. Jedoch habe ich sie mal auf Automatik gestellt. Ich habe die Shotgun mitgenommen. Allerdings möchte ich mir die für den verdammten Licker aufsparen. Oh ja, mit der Automatik haut das hier ordentlich mehr rein. Oh ja. Ich hätte euch gern einen Headshot verpasst. Gruppenheadshot, aber. Das Spiel lässt mich ja nicht. Genauso zu arg mit Munition. Beschwert euch beim Spiel. Das Kraut. Halt, nee, dieser. Das Kraut. Für Munition. Das sollte ich schon mitnehmen. So. Tot. Tot. Gut, here we go again. Wow, der ist schnell zusammengebrochen. Und Headshot. Zwar Pistolen-Headshot, aber hey, down ist down. Eieiei. Ein ziemlichen Wumms, das Ding hier. Oh, nachladen. Gut, siehste. Ist auch down. Und dann dich noch. Wow, wow, wow. Ich habe schon gedacht, du willst mich wieder anknabbern. Da habe ich doch mal einen Dreierschuss hier reingejagt. Gut. Jetzt ist die Frage, ist da auch ein Hunter, wenn ich direkt dahinter gehe, oder? Ich probier's mal. Ich gehe jetzt mal andersrum. Ich gehe zuerst hier rein. Vielleicht habe ich ja Glück und das Spiel lässt sich austricksen. Ja! Wie geil! Der Licker hier ist gescriptet. Und ich habe ihn umgangen. Gut, und was bringt mir das jetzt? Ja, nichts Spezielles hier. Nichts, nichts. Aha. Ah, seht mal, da kann man in den anderen Raum reingucken. Da drüben sieht man schon den Königsstecker im Regal liegen. Schön, schön. Und hier ist ein kleiner Schlüssel. Und war hier nicht noch was? Oh, gerade was diese extra. Ich wollte schon sagen, da lag doch was. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt wieder im B-Szenario. Gut. Notiz des Journalisten. Jetzt, wo ich dies hier schreibe, zittern meine Hände vor Zorn und Angst. Die Zivilisten werden vom Militär davon abgehalten, die Stadt zu verlassen. Und obwohl ich für die Überlebenden der Stadt bete, denke ich, dass es die beste Entscheidung war, da man das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Krankheit vermeiden muss. Ich werde es zu meiner Hauptpriorität machen, herauszufinden, was diesen schrecklichen Vorfall verursacht hat. Bis jetzt konnte ich nur herausfinden, dass es nicht durch die Luft kommt. Ja, die Stadt wurde vom Militär abgeriegelt. Umso verwunderlicher ist, dass Claire und Leon da noch reinkommen konnten. Das ist so ein kleines Mysterium der Reihe, das bis heute nicht wirklich geklärt wurde. Aber nun gut, vielleicht bringt uns hier Operation Raccoon City da die Antwort. Und hier ist nichts mehr weiter. Verdammt. Gut. Dann.
Ja, dann triggern wir mal den Licker. So, zunächst mal das da. Wobei, ja, jetzt ist es zu spät. Gut. Zwei Items, ein Inventarplatz. Verdammt, ich muss hier wohl. Ich muss beide rote Kräuter hier zurücklassen. Egal. Diesmal bin ich nicht erschrocken. Nein, nein, diesmal war ich vorbereitet. Ha, gut. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt zu einer Truhe zu rennen, Platz zu schaffen und ja, wegen zwei verdammten roten Kräutern hier nochmal hinzulatschen. Nö. Wir machen einfach mal munter weiter im Text und sehen, wie wir damit klarkommen. Habe ich jetzt einfach mal so spontan beschlossen. Und nun nehmen wir mal diese Tür. Im zweiten Part entriegelt und dann benutzen wir sie doch von der anderen Seite aus. Supi. Ja, von der Seite aus haben wir sie entriegelt. Und dann kommen wir doch von, ja, der anderen Seite durch. So kann's gehen. Gut, und jetzt. Da oben hat sich ja der gute Marvin eingeschlossen, also gehen wir hier unten durch. So. Ja. Das schon gern ein bisschen näher. Gut, Shotgun-Munition kommt erstmal hier hin. Wobei, ich mach's lieber so rum. Dann habe ich hier die Stecker beieinander. Ah, schon drei. Die Sammlung wächst. Alter, ist der. Ja. Rock Plug. Okay. Vorhin habe ich ja King gesagt. Entschuldigung. Nehme ich noch was mit? Nö. Passt so. Den Schlüssel können wir direkt mal hier entsorgen. Und bekommen da. Ja, klar. In dem kleinen Ding steht aufrecht so ein Kraut drin. Randomizer-Modus macht's möglich. Ja. Das hatte ich auch noch nicht. Das. Ja, auf hier hin. Gut. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal kurz auf die Karte blicken, denn. Ja, hier hinten haben wir noch eine Tür, die wir öffnen können. Mit dem schönen Schlüssel. Oh Gott, der Licker. Musste mich ja erwischen. Weh? Ich wollte gerade sagen, weh, du machst einen Sprungangriff. Eieiei. Der Sprungangriff, wenn der richtig trifft, ist das Instant Kill. Das ist wie, als würde dir ein Hunter den Kopf abschlagen. Bist sofort down. Aber wobei, da hätte ich jetzt das Kabel benutzen können. Ja, egal. Ich renne jetzt nicht zurück. Dann halt nicht. Ja, der Weg passt schon, den ich da lauf. Hier geht's durch. So. Jetzt der Diamantschlüssel ist aufgebraucht und ein neuer Raum. Nein, ja. Hier wird man echt zugeballert mit Zombies, ist der Wahnsinn. Übrigens auch ein Grund, warum das Spiel letzten Endes indiziert wurde. Also, ja. Man hat bemängelt, dass. Wow.
Schieß! Ja, das sind wieder die Nachteile des Automatik-Feuermodus. Munition ist zu schnell weggeballert. Ich weiß, dass du da hinten noch lebst. Komm her. Was ich sagen wollte, ja. Man hat kritisiert, dass, das Spiel deutlich gewaltverherrlichender sei. Ich meine, hey, es ist hier möglich, Zombies in zwei Hälften zu schießen. Das habe ich noch nicht gezeigt, weil ich einfach die Munition sparen wollte. Aber auch sonst, man hat hier nur selten die Chance, den Zombies richtig auszuweichen. Und genau deswegen, ja, ist der Teil bei uns indiziert worden. Schade, schade, habe ich gesagt. So, leg dich hin. Und stirb. Naja, aber hier ist es zumindest in gewisser Weise nachvollziehbar. Ah, da lebt immer noch einer. Gut, aber hier ist nichts am Schreibtisch. Okay. Leon, schlepp dich einen Schritt schneller. Das Schloss ist, ja, kaputt. Kann nicht geöffnet werden. Klasse. Die ganzen Dinger hier sind nichts, die ganzen Schließfächer. Also muss da hinten etwas Wichtiges sein. Gehst du zurück. Nein! Schieß, Leon! Ja. Ich weiß wieder, warum ich den manuellen Feuermodus doch irgendwie lieber mag. Leute, ein guter Punkt, den Part zu beenden. Bis zum nächsten Mal und ciao.